Hallo und herzlich willkommen zu zu Half-Life 2 Update. Was ist Update? Es ist ein Spiel, es ist erste Linie, es ist Half-Life 2. Also es wird ein Let's Play Again Half-Life 2. Aber mit ein paar Aufhübschungen, Grafikverbesserungen und Co. im Stile von Community. Und zwar ist das durch einen, ich weiß ja nicht mehr den Namen, aber es ist sehr kurzzeitig erschienen, also es ist nicht allzu lange her, ich glaube 2 Wochen oder so. Und gibt's kostenlos, ihr braucht nur noch Half-Life 2 als Hauptspiel besitzen und dann könnt ihr euch das runterladen und genießen. Dieses Let's Play ist das erste Let's Play von mir, praktisch ehemaliges erste Let's Play und jetzt das letzte, ein Relaunch sozusagen. Ich wollte das schon lange mal machen und dann auch, weiß ich so schön, passt in Full HD, genießt das in Full HD. Es gibt kaum Spiele in Full HD, außer 2. Dieses und das und ein anderes. Und jetzt, wo Skyrim mal pausiert ist, kann ich das mal auf der Platte mit aufnehmen. Deswegen würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal vorne an. Uns bleibt ja eh nichts anderes übrig. Und schauen wir mal, was uns da so erwartet. Ich werde die ersten 4 Folgen oder so machen. Regulär 15 Minuten. Und dann könnt ihr sagen, ob wir weitermachen sollen oder aufhören. Könnt ihr direkt schon schreiben oder diesen Kommentar. Aber ich denke mal, das wird schon lustig. Und weil es sich ja schon passt und es sein muss, weil es eine Relaunch ist, spielen wir das Ganze auf schwer. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Half-Life 2 auf schwer. Ich kann das Grinsen gar nicht verkneifen. Beschränkter Eingriff. Beamter hin, Sektor 3. Untersuchen und berichten. Ja, auf der Toilette habe ich auch sehr beschränkten Eingriff, aber unterlassen wir das mal. Ich bin 187, genau. Fangen wir einfach an. Das Laden müsste relativ schnell gehen. Ich bin gespannt. Munter ans Werk, Mr. Freeman. Munter ans Werk. Womit ich nicht sagen will, dass Sie sonst faulenzen. Niemand hat mehr geleistet als Sie. Und der gesamte Einsatz wäre umsonst, bis... Nun, sagen wir mal, es ist wieder soweit für Sie. Der rechte Mann am falschen Ort kann in der Welt viel bewegen. Also wachen Sie auf, Mr. Freeman. Schnuppern Sie die Asche in der Luft. Wann bist du denn eingestiegen? Gerade eben. Dieses ewige Umsiedeln zehrt ganz schön an der Substanz. Ja, schön wieder hier zu sein. Nochmal zum Wort an den... Ich sag's gleich. Tja. Weiter geht's nicht. Ne, das stimmt. Der Knatsch ist zu laut. Willkommen. City 17. Sie sind in eine der besten unserer verbleibenden Städte gezogen. Entsandt worden. City 17 bin. So, ich guck mal, bis sie gleich etwas ruhiger ist. Verwaltungssitz. Erste Warnung, weitergeben. Aber das ist alles, was in ich noch habe. In der von unseren Gönnern zur Verfügung gestellten Zitadelle. Ich bin unterwegs, Mann. Ich bin stolz, ein Bürger von City 17 zu sein. Zu viel Gesumme. Daher möchte ich Ihnen, ob Sie bleiben oder waren nur Sie die Einzigen im Zug? Zurufen. Ja. Willkommen.
Die Wachen hielten den Zug an und nahmen meinen Mann zum Verhör mit. Er sollte mit dem nächsten Zug nachkommen, haben sie gesagt. Aber immerhin, ich darf ja auf ihn warten. So. Ja, hier ist etwas ruhiger. Zunächst mal, ich lasse das Ganze auf Deutsch, auch wenn sich viele wahrscheinlich über die Synchronisation auf Deutsch ärgern werden. Ich finde die eigentlich okay, ich finde die nicht schlecht. Ich habe nie was gegen die Synchronisation hier auszusetzen, beim anderen Spiel schon. Irgendwo, ich weiß nur nicht mal welches, das, irgendwo habe ich mal rumgemeckert. Aber hier, ich finde die eigentlich okay, ich finde die gar nicht so schlimm. Ich lasse deutsche Untertitel an, für alle, die lesen möchten. Und ansonsten lasse ich das so wie gehabt. Also wird nichts. Ich bin gespannt, welche Änderungen da drin sind. Ich werde das merken. Und das Ganze auf Full HD zu Let's Playen, das wird interessant. Das Let's Play wird erstmal jeden zweiten Tag kommen. Um Renderzeit und alles Mögliche zu entlassen. Schon wieder Dr. Breen? Willkommen. Den konnte ich in City 14 Willkommen. Schon nicht ausstehen. Das würde ich nicht zu laut sagen. Sie Dies ist seine Operationsbasis. Eine der besten unserer verbleibenden Städte. So, und weiter geht's. Ich habe eben mal das Aufnahmeprogramm gewechselt. Denn ich kann mit Dextory ja übelst leicht den Audio- oder Kommentarspur an einer bestimmten Stelle wegstreichen. Und einfach mal muten. Und ich nehme mir auch mal prompt einen Zettel zur Hand. Wobei ich glaube, das ist jetzt vorbei. Weil der Nachbar, der muss natürlich unbedingt mal irgendwie so quietschen oder leer machen. Und das geht mir gehörig am Arsch vorbei. Deswegen habe ich mir irgendwo so eine 15 Minuten Pause eingelegt oder sowas. Und wir haben auch schon Schnellspeichern. Woher ich weiß, keine Ahnung, wo der herkommt. Habe ich eine Taste gedrückt. Oh, der Ton ist ein bisschen zu laut bei mir. So. Habe ich eine Taste gedrückt. F6 ist Schnellspeichern. Das passt mir gar nicht. F6 ist meine Aufnahmetaste. Leg ich mal die auf F7? Nö, F5. Mach mal F5. Screenshot brauchen wir eigentlich nicht. Die mache ich nachher im Video. F9 ist Schnellladen. Das kann man so lassen, genau. Hauptsache nicht F6. Früher war mal F9 mein Aufnahmeknopf. Zu Anfangszeiten. Da lag ursprünglich bei Fraps die Aufnahmetaste. Und noch ein Fehler, den ich gemacht hatte damals, war, das kann ich ja mal jetzt mal anspringen, wo ich das pausiert habe, kann ich mal ein bisschen aus dem Nebenkästchen plaudern. Wie es früher war. Früher habe ich bei Fraps eine falsche Einstellung genommen. Das sieht man bei den heutigen YouTube-Videos, bei den ersten. Dass das Bild nicht richtig, auch wenn es HD ist, ist es nicht richtig HD. Ja, einerseits das. Ich habe es nicht in HD aufgenommen. Das kommt auch noch hinzu. Und ich habe es in einer halben Resolution, also einer halben Auflösung aufgenommen, sodass das Bild ziemlich schwammig aussah nachher. Das war der erste Fehler. Der zweite Fehler war, dass ich im späteren Verlauf des Spiels, das werde ich dieses Mal nicht machen, einfach mal so Gamer-Musik benutzt habe. Also Musik, die gerne mal getrackt wird, und so hatte ich 1000 Re-Ups im Spiel und sehr viele Treffer hinterher, nachdem YouTube dieses Content-ID-Dingens umgestellt hat. Da hatte ich sehr viel Spaß nachher. Ne, das werde ich jetzt nicht machen. So können wir ein schönes, reines Spiel machen. Ich werde also keine externe Musik einspielen. Winterbiss aus. So, aber ich habe hier oben jetzt meine Dextory-Zahl und das finde ich ganz gut. So, dann können wir auch gleich direkt so abspeichern. City 17 bedeutet mir so viel. Gut, was hat er zu sagen? Ich mache mir Mut, um weiterzugehen. Bezogen habe. In der von unseren Gönnern zur Verfügung. Deinen Koffer haben Sie auch, Zitadelle. Was? Lange kommen Sie damit nicht mehr durch. Ich bin stolz ein. So. Ein bisschen lauter machen hier. Bürger von City. Ich wusste auch nicht, dass das in Deutsch zu bekommen ist. Die fahren die ab. Und huch, ja, ich habe den Black Devil angeschrieben und hier Half-Life 2 Update. Willkommen. Für den Fall, Alter, der labert zu viel. Für den Fall,
dass ihr mir nicht glaubt. In Sicherheit. In Sicherheit. Moment. Oha. Wo bringt ihr mich hin? Ich? Für alle, die Half-Life nicht kennen, werde ich das Ganze blind behandeln, also nicht wundern. Ich bin Meister in Blind-Let's Playen. In Pseudo-Blind-Let's Playen. Ist natürlich nicht blind, ich habe bestimmt 10-mal durchgespielt. Ist er nach links, okay? Hören wir nach rechts. Ja, gehe ich nach links. Meine Maus ist zu langsam. Hatte ich die nicht immer auf. Genau, auf 6? Ne, ich glaube. Mausbeschleunigung. Rudernutzung. Machen wir das so. Ist das vielleicht besser? Ja. Ich höre aber nicht mit. Kann mir jemand. Hoch! Kniebeugen. Da muss ein Fehler vorliegen. Ich habe einen Umsiedlungsschein, wie jeder andere auch. Nö, das Blut. Ich will nicht. Geh schon. Hier rein. Nee, das. Siehst du, das ist doch. Das ist unter meine Würde. Ich will da nicht rein. Da, Stuhl, unbequem. Und da liegt ein Eimer. Geh schon. Hier rein. Ja, ist ja gut. Oh. Brauchst du Hilfe bei dem? Nein, geht schon. Zurück! Ja, ich brauche was Privatsphäre für das hier. So. Und nun zum Bier, das ich dir schulde. Hey. Ich bin's Gordon, Barney von Black Mesa. Tut mir leid, ich musste den Kameras doch was bieten. Ich habe mich beim Ordnungsschutz eingeschleust. Darf nicht zu lang dauern, sonst schöpfen sie Verdacht. Muss noch einige Leute verprügeln. Ja, Barney, was ist denn? Ich bin gerade bei einem wichtigen Test. Sorry, Doc, aber schau mal, wer hier ist. Grundgütiger, Gordon Freeman. So ganz ohne Vorwarnung. Geht mir genauso, Doc. Er sah schon beinahe im Zug nach Nova Prospect. Also, Barney, was hast du vor? Ich denk nach. Alex ist hier, irgendwo. Sie weiß sicher besser, wie wir ihn herbringen können. Naja, solange er nirgendwo kontrolliert wird, dürfte alles okay sein. Hör mal, ich muss weiter. Wir riskieren so schon genug. In Ordnung. Und, Gordon, schön, dich zu sehen. Ebenso. Okay, Gordon. Du musst alleine zu Dr. Kleiners Labor durchkommen. Oha, Puff. Das hatte ich befürchtet. Rein hier, Gordon, bevor meine Tarnung aufliegt. Stell was unter das Fenster und raus da und dann immer weiter bis zur Plaza. Ich treffe dich später. Okay, die Maus ist mir ein bisschen zu schnell jetzt. Also, ja doch, ich bin hier richtig. Maus, so. Mal doch hier machen, so, zack, zack, zack. Ist das jetzt besser? Ist besser? Ja. Ich denke mal, das wird schon besser sein. Das ist... Huch. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, für alle, die Half-Life 2 nicht kennen, das hat damals die... ich sag mal, die Bewegungsfreiheit von Objekten revolutioniert. Es ist ja die Source Engine. Und genau genommen die Source 2. Und hier kann man Sachen anfassen, man kann sie zerstören. Die haben alle hier physische Form. Also wenn ich jetzt hier runterspringe, bricht das auseinander. Also das hat damals schon viel gebracht. Und hier, guck mal, die Flaschen. Ich kann die Flaschen werfen. Und dann zerspringen die auch. Die bewegen sich auch physisch, wenn ich das hier so... Zack. Das ist schon alles geil. So. Die erste Folge ist passé. Und hinterlasst mir doch bitte einen Kommentar, ob das Spiel so weitergehen soll. Uiuiui. Ich glaube, es gibt Blumen, ne? Orlando Bloom. Naja. Bis dann. Ciao.
Thank you.